Ich habe viele Deutschlernmaterialien und Deutschlernkurse für dich erstellt. In diesem Video sprechen wir darüber, wie du sie nutzen kannst. Auch wenn du der Meinung bist, du hättest nicht genügend Zeit oder genügend Geld. Los geht's! Wenn du wenig Geld hast oder wenig Zeit, dann ist das überhaupt kein Problem. Diese beiden Gründe werden mir immer wieder genannt. Ich habe keine Zeit, ich habe kein Geld. Das sind die Hauptgründe, die mir die Leute nennen, warum sie der Deutschlernakademie nicht beitreten. Aber ich denke, es ist überhaupt kein Problem. Was ist mit der Zeit? Nun, wenn du dieses Video schaust, dann hast du Zeit. Du hast Zeit genug, dieses Video und andere Videos zu schauen. Und ich denke, wenn du diese Zeit nehmen würdest und sie stattdessen investieren würdest in Deutschlernmaterial, das ein kleines bisschen besser ist, dann würdest du viel schneller zum Erfolg kommen. Dann würdest du viel schneller und viel effektiver Deutsch lernen. Ja? Und du kannst auch nur ein paar Minuten investieren. Als Mitglied der Akademie kannst du dir einfach ein Lesezeichen speichern und dann besuchst du diese Seite jeden Tag und dann klickst du auf den letzten Kurs fortsetzen und dann machst du genau da weiter, wo du am Tag vorher, dann machst du genau da weiter, wo du am Tag zuvor aufgehört hast. Und jede Einheit ist in 2 oder 3 Minuten zu erledigen. Ja, du kannst eine Einheit in nur 2 oder 3 Minuten schaffen und dann hast du zumindest etwas getan. Und so kannst du konsistent Deutsch lernen. Wenn du ein bisschen mehr Zeit hast, dann kannst du natürlich ganz viele Einheiten absolvieren. Ja, aber dies ist eine Sache, die ich gemacht habe, damit Leute wie du, die wenig Zeit haben, auch mit wenig Zeit etwas lernen können. Des Weiteren gibt es in der Akademie ganz viele Hörmaterialien. Du kannst auch einfach die Hörmaterialien herunterladen und dann hörst du sie unterwegs. Und damit sparst du auch ganz viel Zeit. Ja? Du brauchst eigentlich 0 Minuten zu investieren, die du nicht auch anders nutzen kannst. Ja, du kannst zum Beispiel von A nach B gehen oder Wäsche waschen, Geschirr waschen, die Wohnung putzen, was auch immer und dabei Deutsch lernen mit meinen Premium-Hörmaterialien. Okay? Der zweite Grund, der mir genannt wird, ist: Marco, ich habe kein Geld. Nun, ich denke, preiswerter kann ich es eigentlich gar nicht machen. Es ist nur 1 Euro pro Tag. Das ist die Investition, die man tätigen muss, um Mitglied in der Akademie zu sein. Aber ich weiß, es gibt auch ein paar Leute, die können sich noch nicht mal 1 Euro pro Tag leisten. Und deswegen schlage ich dir einen Handel vor. Ja, wenn du mir kein Geld geben kannst, dann kannst du mir vielleicht auf andere Art und Weise helfen, ohne dass du Geld geben musst. Zum Beispiel suche ich nach Übersetzern. Wenn deine Muttersprache nicht Englisch ist und nicht Deutsch, sondern irgendeine andere Sprache, dann könntest du zum Beispiel die Authentic German Learning Webseite für mich übersetzen und im Gegenzug gebe ich dir eine Mitgliedschaft in der Akademie. Ja, das ist auch eine Lösung, falls du sagst, Marco, ich habe echt beim besten Willen überhaupt kein Geld. Ich kann nicht einen Cent ausgeben für meine Deutschlernbildung. Ja, und wenn du nur ein bisschen Geld hast, dann würde ich dir vorschlagen, noch einmal zu überlegen. Du kannst jetzt Geld investieren
in die Deutschlernakademie und dann bekommst du später viel, viel, viel mehr zurück. Denn stell dir vor, du sprichst Deutsch und was für Vorteile dir das bringen wird. Und da kann man überlegen, ist es nicht die Investition wert für das, was man hinterher bekommt, ja, für die eigene Bildung? Ist es nicht wert, ein bisschen Geld zu investieren? Das sind ein paar Vorschläge, die ich gerne machen würde. Und ich würde auch vorschlagen zu überlegen, wie viel andere Deutschkurse kosten. Ich habe zum Beispiel einen Deutschkurs gesehen, den man kaufen kann für 800 Euro. Okay? 800 Euro bieten manche Leute Deutschkurse an. Ich biete meine Deutschkurse, alle meine Deutschkurse, für 1 Euro pro Tag an. Das heißt, könntest 800 Tage damit verbringen, meine Kurse zu belegen, anstatt also für dasselbe Geld, das du ausgeben müsstest, um einen anderen Deutschkurs zu kaufen. Ja, ich denke, das ist eine sehr, sehr, sehr gute Investition, die ich anbiete. Okay, sag mir, was du denkst, schicke mir ruhig eine E-Mail info@authenticgermanlearning.com. Falls du die Webseite übersetzen möchtest oder etwas anderes tun möchtest, um im Gegenzug die Mitgliedschaft zu bekommen, oder falls du irgendeinen anderen Grund hast, wo du sagst, aus diesem Grund kann ich der Akademie nicht beitreten. Und denn ich möchte gerne wissen, was dich stoppt. Ja, was stoppt dich daran, in deine Bildung zu investieren und Deutsch auf eine richtige Art und Weise zu lernen, ja, mit einem Schritt-für-Schritt-System, anstatt alle paar Tage nur ein paar YouTube-Videos zu schauen. Okay? Vielen Dank für dein Feedback im Voraus und wir sehen uns später. Tschüss!